Wir haben noch Glück mit dem Wetter jetzt. Ja, wir haben Glück mit dem Wetter, sagt er. Das ist auf der linken Seite einmal der Harry. Der Harry. Grüß dich, Harry. Hallo. Und du bist die? Ich bin die Karin. Du bist die Karin. Und das ist der? Das ist der Erwin. Das ist unser Maskottchen. Ja, ihr habt ein Wohnmobil, das heißt Erwin, richtig? Ja. Alter vom Wohnmobil? 15 Jahre jetzt, dieses Jahr. Ja, steht hier. Ein wunderschönes, ich habe es gesehen, ein Hobby. Und dann habe ich direkt zu euch gesagt, so eine Qualität kriegt ihr heute nicht mehr. Und da hast du direkt genickt. Der steht auf einer Luftfeder hinten. Und ich zeige es mal gerade, ihr liebt ihn. Ihr habt 80.000 Kilometer, wie viel? Och, in 4 Jahren sind wir die runtergedüst mit dem. Wir waren in ganz Europa und lieben unseren Erwin und würden den noch weitere 20 Jahre fahren. Das hast du selbst gehäkelt? Ja, das habe ich selbst gehäkelt. Ist das schwer, häkeln? Nein, das ist einfach, also wenn man das als Kind gelernt hat, dann verlernt man das nicht mehr. Du bist aus Thüringen? Ja, ich bin aus Thüringen. Und wo ungefähr? Aus Gera. Aus Gera? Mhm. Okay. Das heißt, du hast die Wende noch mitbekommen? Ja, auf jeden Fall. Oh. Ja, ihr beide habt eine tolle Liebesgeschichte. Wir gehen mal einmal ganz kurz drum rum, denn es ist kalt, dann können wir reingehen, dann können wir uns ein bisschen unterhalten, denn wir wollen auch mal kurz reinschauen. Das ist ein 125 T350, ein Ford Transit. Der ist richtig schön und der hat noch Euro 4. Der hat Euro 4, ja. Toll, das heißt, ihr dürft damit nach Stuttgart, nein? Eher nicht. Also nach Stuttgart ist aktuell nicht mehr möglich, weil Euro 5 da Bedingung ist. Ja, das war Spaß. Ich wollte ja nur gerade sagen, sonst hätte ich ja nicht Stuttgart gesagt. TDCi, der geht gut? Der geht super. Ich bin hochzufrieden. Der zieht also wie ein Bulldog. Das heißt also, wahrscheinlich Rußpartikelfilter hat er, aber einen Cut hat er noch nicht, oder? Ja, nee, andersrum. Ein Cut ja, kein Rußpartikelfilter. Das heißt, der bläst schön hinten raus? Er macht manchmal kleine Wölkchen. Ja, aber ist ja zugelassen und im Vergleich zu, was weiß ich, einem Kohlekraftwerk und so, egal. So, das gute Stück soll weg. Ihr guckt euch gerade nach einem neuen um. Ja, wir gucken nach einem neuen. Weil unser Erwin für das, was wir vorhaben, ein bisschen zu klein ist. Ja, wenn du mal gerade ein bisschen näher kommst ans Mikro bei mir ran, dann können die Leute dich etwas besser verstehen. Weil ich sag mal, ich gesagt habe, naja, der ist ja noch gut. Was ist denn hier passiert? Was hat der denn da gemacht? Ach, das war ein Malheur. Wir waren zu Besuch bei meiner Mutti, die war im Krankenhaus, hatten den am Straßenrand und da kam irgendein LKW und hat den beim Vorbeifahren erwischt und war halt weg. Fahrerflucht? Ja. Lieber LKW-Fahrer, wenn du das jetzt siehst hier, ihr habt den Erwin habt ihr zerstört, alles abgerissen. Und das ist jetzt schon lange her, oder? Ach, das ist jetzt 2 Jahre, glaube ich, ne? Ja. Oder 1,5 Jahre etwa. Ja. Das tut einem in der Seele weh, oder? Ja. Ja, das tut wirklich weh. Also wir haben den ja auch gepflegt und man sieht überall, er ist da so ganz knapp entlang geschlittert da und hat uns das aufgerissen hier. Ein bisschen unschön. Ja, das stimmt. Aber das kann man ja, zur Not können wir es ja noch spachteln und dann auf keinen Fall ziehen, habe ich gehört, weil das ist nämlich aufgeklebt auf dem Alu. Viele ziehen das dann raus oder das wird eh nicht gehen. Also das sieht schon übel aus. So, der hat viele Fächer drin. Wir werden gleich mal reingehen. Es ist der Weltmeister in Fächern, dieses Fahrzeug. Ich habe noch nie ein Auto gesehen, was so viele Stauschränke hat wie der Erwin. Aber du wärst ja nicht der... Der Harry? Der Harry, ja. Wenn du nicht super toll Auto fahren könntest, wenn du mal kurz mitkommst. Du hast nämlich in Kroatien, hast mir erzählt, was ganz anderes getroffen. In Sizilien war das. In Sizilien. Ja, das war beim Rangieren auf einer sehr engen Klippenstraße. Da mussten wir umdrehen, weil für Wohnmobile das gesperrt war. Ich habe es zu spät gesehen und bin dann hinten an einem Stein hängen geblieben mit dem Rollerträger hier. Gut, das kann passieren. Du hast keine Rückfahrkamera? Nein, habe ich nicht. Oh, eine gute Anschaffung demnächst? Mit Sicherheit. Ja, definitiv. Ich zeig mal gerade das Heck. Ja, das war so früher. Also ich kann mir vorstellen, als der rauskam, war das der allerletzte Schrei. Die Leute haben alle so wie bei den Beatles ekstatisch geschrien und haben gesagt, der neue Hobby ist da in Blau. Und jetzt ist krass, wie selbst so ganz moderne Formen irgendwann mal so das Gefühl hat, so, die werden alt, oder? Ja, absolut. Also ich sag ja, wir kommen beide super klar mit ihm. Wir lieben ihn, weil er ist so zuverlässig, hat uns nie im Stich gelassen. Nie, gell? Nie, wirklich. Also jetzt erst jüngst hat er ein technisches Problem gehabt. Da mussten die Einspritzdüsen gewechselt werden, weil laut Werkstatt waren es wohl doch die verschiedenen Spritsorten über die Jahre. Teuer? War sehr teuer. Hat uns 2.500 Euro gekostet, ja.
Gut, das ist ja so wie bei einem Hund zum Tierarzt, ja? Ja. Dann schaut man ja auch nicht so genau drauf, oder? Ja, aber es war auch gar keine Frage, dass wir das machen lassen, ja logisch. Also ja. Das ist, weil er hat ja sonst gar nichts, ne? So, der Wert, was hat der für einen Wert jetzt im Moment noch? Oh, das ist am Gebrauchtwarenmarkt? Fragst du den richtigen? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht mal einschätzen. Also, wenn jemand den Erwin kaufen will, dann soll er sich an mich wenden. Ich leite die Anfrage dann weiter. Und ja, ihr sucht jetzt ein neues Wohnmobil. Das können wir ja gleich mal kurz mal drinnen besprechen. Das soll ein bisschen größer sein. Ihr wollt nämlich umziehen. Dauerhaft wollt ihr leben im Wohnmobil. Wir beabsichtigen in spätestens 3 Jahren dauerhaft ins Wohnmobil zu ziehen, wollen aber vorher schon eins haben, ja. Damit wir, wenn es ein neues sein sollte, die Kinderkrankheiten auch wegkriegen noch und so. Aber dann spätestens. Es könnte auch schon im nächsten Jahr sein, könnte auch gleich sein. Also wir sind da flexibel. So, du bist schon 50? Ja, knapp drüber. Ich bin knapp über 50, ja. So ist das. Und du gehst auf die 50 zu, richtig? Ja, so ist es, ja. Sehr, sehr schön. Lang ist es her, ja. Ja, lang ist her. Ja, gut, komm, wir gehen mal rein. Ist kalt. Sat-Schüssel ist drauf. Ihr guckt gerade Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ja, genau. Hast gesagt, auf der ARD war nichts mehr los. Das war langweilig. Das war Zufall mehr oder weniger. Immer nur Corona, ja. Ja, genau, so ist es. Corona, ja, das ist mein Thema, gerade wegen den Impfungen. Und genau, wenn du mal kurz das drüber nimmst. Das ist übrigens ein nettes Detail. Ja. Ihr habt keine Schiebetür, da habt ihr diese unglaublich tollen blau-grauen Quasten, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Das ist irgendwann mal, wenn Aliens auf die Erde kommen und dieses Wohnmobil sehen, dann sagen die bestimmt, was war das? Waren das irgendwelche Tiere, die verarbeitet haben, die sie dann da hingehangen haben? Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ja, Tiere. Das sind die Raupen. Ja, ja. Raupen. So, wenn du mal zumachst, dann wird es schön warm. Ja, das ist der Erwin von innen. Geiles Polster, muss ich ja mal sagen. Das waren die 80er, hätte ich fast gesagt. Nein, er ist 2008 oder 2009, gell? 2006. 2006. Mit 15 jetzt, ja. So, und da hat man schon solche Sachen. Also wenn ich jetzt auf LSD oder sowas wäre, dann wären die Farben natürlich wahnsinnig. Das ist ja nett, wie er es sagt, auf LSD. Nee, ich war noch nie auf LSD, aber ich hab so Beschreibungen gesehen, da siehst du irgendwelche psychedelischen Farben mit allem drum und dran. Oh, das sei, nee, man sitzt hier gut. Ja, nee, ich hab gar nichts gesagt, außer man kann ihn ja neu beziehen, aber das würde ich gar nicht machen. Ich würde den Erwin so lassen, wie er ist. Er ist authentisch und deswegen glaubwürdig, finde ich. Ein glaubwürdiger Erwin. Ja. So, ich zeige mal gerade so ein paar Sachen. Ihr habt mir eben einen Kaffee gemacht, ja. Und dann kam ich rein, da habt ihr den Kaffee schon gemacht, habe ich gesagt, gibt's Kaffee? Und ihr so, nö. War so der. Dann habe ich gesagt, oh, ich brauche einen Kaffee, ich habe niedrigen Blutdruck. Und dann. Ja, also ihr müsst schon noch stehen bleiben. Wir müssen einen kurzen Rundgang machen, bevor wir uns lange unterhalten. Denn ich habe einiges mit euch vor, das wisst ihr noch gar nicht. Nee. Nee, wir werden nämlich heute die Geschichte von. Vom Harry? Harry. Von der Karin. Karin. So ist es. Ja, wir hatten ja letztes Mal die Karin, habt ihr auch gesehen, gell? Ja, die haben wir auch gesehen. Ja, die war toll, oder? Ja, doch, das war super. Ich habe gesagt, wenn wir mal nach Welzheim kommen, fahren wir dahin. So, da ist jetzt Sat.1. Die verblüffenden 3D-Bilder kommt da jetzt gerade. Ist aber schön, wenn man so morgens einfach mal was guckt, gell? Ja, also einfach so nebenbei als Zeitvertreib. So, und das ist euer Arbeitszimmer. Gucke ich mal gerade. Das ist schön. Langt das von der Größe her, so ein französisches Bett? Hier die Karin, die ist so leicht am Schliefen. Ja, es ist schon sehr schmal und vor allen Dingen muss der Harry ja immer über mich drüber klettern, wenn er mal nachts raus muss. Der muss wahrscheinlich öfter mal raus, gell? In dem Alter. Nein, deswegen liege ich vorne. Es ist eher andersrum. Das heißt, er ist so der Typ, der so rein will in die Ecke so ein bisschen, ja. Das heißt, er... Ja, da hat er genug Platz. Der Vorteil an den Wänden rechts und links ist, dass man nicht rausfällt aus dem Bett. Das stimmt, ja. Ich zeige das mal gerade. 1,30 Meter nur. Gut, ihr habt euch ja sehr lieb. Das könnte aber in Zukunft ein bisschen größer sein, das Bett. Das könnte ein bisschen größer sein, weil die Nachtsgeräusche sind halt doch manchmal störend. Wie die Geräusche? Wenn man nebeneinander liegt und sich gegenseitig ins Ohr schnarcht. Ach, das meinst du. Das heißt, ich habe gerade gedacht, okay. So, das ist das Badezimmer, das ist riesig. Also es ist wirklich ein tolles, großes Badezimmer. Eine Kassettentoilette, hat die euch jemals im Stich gelassen? Nee. Nein, auch nicht. Wir haben sogar noch eine zum Wechseln. Ist toll, das habe ich oft moderiert. Ja. Und da sagen die Leute immer, ach, das macht doch niemand. Nein, mehr als man glaubt. Ja, mit 3 Tagen Toilette wechseln ist halt nicht immer möglich.
So, und das heißt, du kannst hier föhnen. Es steht ganz oft frei, hast du mir gesagt. Also ihr benutzt im Moment die Dusche so als zusätzliche, ich sag mal, als Lager hier mit drin. Das ist so in Ordnung, aber ihr duscht da jeden Tag, oder? Naja, jeden Tag muss man ja nicht duschen. Also man kann sich ja auch waschen. Und sonst wird die Haut zu dünn. Aber das muss ich mir merken. Das ist, wenn meine Frau sagt, du stinkst, dusch mal, dann sage ich, nein, man kann sich ja auch waschen, sonst wird die Haut zu dünn. Das ist so der guter Spruch, muss ich sagen. Karin, ich muss auch sagen, ihr seid ja auch die Ostfrauen, die waren ja ganz resolut. Das ist ja kein Vergleich mit Westfrauen. Die haben sich nicht mal was sagen lassen oder so, sondern ihr habt eine eigene Meinung und da soll mal einer kommen, oder? Ja, also kannst ja Harry fragen. Also er... Hat der Druck ab und zu? Nein. Also Druck muss er nicht kriegen. Ach so, das geht auch ohne. Ja. Er kennt die Konsequenzen, oder? So ist es. Harry, hast du gehört? Dann gibt es dann kein Müsli mehr morgens oder so. Ja. Liebe Kitoschen Marken. Ja, das stimmt in dem Fall ganz besonders. Meine Frau kocht extrem gut und lecker. Ja, was dann zum Beispiel? Und wirklich alles. Also wir essen zurzeit sehr, sehr viel Gemüse, das muss man sagen. Und in allen Variationen, sie macht immer alles frisch und das liebe ich. Sie macht wirklich immer alles frisch. Hat der Harry eine Fettleber? Nee. Nein. Nee, weil das ist nämlich so ganz gut gegen Fettleber. Also viele haben eine nicht alkoholische Fettleber. Das heißt also Stoffwechsel eingeschränkt, man ist immer ein bisschen müde. So, und dann kochen die gerne mal Gemüse, die Frauen. So, das ist, aber schmeckt auch lecker, gell? Schmeckt auch lecker. Und heutzutage weiß man ja nie, was man im Fleisch drin hat oder Fisch. Wir essen auch keinen Lachs mehr, nachdem ich die vielen Videos gesehen habe. Aber welche Videos? Die kursieren im Internet, also gibt es so ein paar mit diesen ganzen Lachsfarmen, welche Krankheiten die haben, und man kriegt in keinem Laden Lachs zu kaufen, der nicht aus irgendeiner also Biofarm ist oder sowas. Okay. Also auch die Biolachse sind nicht so toll? Nein, also ich glaube, ich vertraue denen nicht mehr. Die werden aus der gleichen Fischfabrik angeliefert, werden nur mit einer anderen Verpackung versehen. So sehe ich das. Genau. Ich sag mal so, so siehst du das. Ja. Nicht, dass ein Rechtsanwalt kommt. Nein! Nein, es ist die Fischfabrik nebenan. Die ist getrennt. Nein. So, ich zeig mal gerade so ein kleines Detail. Ihr braucht bestimmt viel Wasser, oder? Langt das hier, die 100 Liter? Oder hat der mehr? Der hat 100 Liter, aber das langt. Das langt. Also es langt lange. So, da ist die Spüle mit drin. Hast ein großes Kochfeld über Eck. Dann, was mir gut gefällt, ist, du kannst hier durchgucken. Das haben die meisten nicht. Ja. Also und man kann es auch zumachen, wenn es nachts, also wenn der Harry mal abends länger Fernsehen gucken will. Da vorne ist so, genau, das ist so ein Schieberrolle. Ich kann es ja mal versuchen. Ja, mach mal. So ein bisschen. Ich habe halt hier so Sachen. Ich hab's, ja genau. Das stört dann halt. Also ihr macht das selten zu. So, ist so. Ja. So, drei Flammen Kochfeld, sag mal, das ist so deine Kochstation. Das heißt, frisches Gemüse heißt aber auch, dass die Rezepte müssen schon lecker sein. Denn wenn man einfach nur so eine Möhre auf den Tisch legt, ja, ungeputzt, das schmeckt ja nicht. Sondern man kann da ein lecker Sößchen dran machen. Was ist zum Beispiel für eine Soße, was machst du gerne? Also ich nehme gerne Frischkäse im Gemüse. Frischkäse? Kräuterfrischkäse. Echt? Ja, wird ganz lecker, wird sämig und... ja, hat schon einen guten Eigengeschmack. Weil also nochmal, du machst die Soße mit Frischkäse oder machst den Frischkäse übers Gemüse? Ich mach das Frischkäse übers Gemüse. Achso, du hast ein heißes Gemüse und machst den Frischkäse rein? Ja, da wird halt flüssig dann, so wie normalerweise, der ist ja nur aufgeschäumt und in die Dosen gepresst. Und ja, oder dann Kokosmilch, also so asiatisch, ein bisschen mit Kurkuma und Ingwer. Okay. Auch frischen Ingwer, der ist natürlich sehr scharf, aber lecker. So, das heißt einkaufen, ihr habt normalerweise einen Roller dabei, jetzt im Winter nicht? Ja, im Sommer ist es natürlich viel einfacher einkaufen zu gehen, ansonsten müssen wir halt mit dem Wohnmobil irgendwo anhalten und unser Gemüse holen. Wir essen auch Fleisch, also wir sind keine Vegetarier, das will ich dazu sagen. Ich zeig, ach nee, das wäre mir auch egal. Also es darf jeder machen, was er will. Also das ist so, wir sind ja hier frei. So vorne bei Rewe, das heißt du kaufst relativ viel Gemüse, gell? Ja, also wir geben viel Geld für Gemüse aus. Gurken, Biogurken? Sagen wir mal so, das mit dem Bio... Hast du die Gurkenvideos mal gesehen, die im Internet kursieren? Die will ich nicht sehen. Nein, wir sind an Almeria vorbeigefahren und haben das gerochen im Original. Okay, dann ging's. Mhm. So, super. Das heißt, so, darf ich mal einen Kühlschrank... Ich meine, ihr kennt ja meine Videos. Ja, das war schon unser Schreck, aber naja. So, ja ist Edeka, was ist Rewe ja? Rewe ist das. Rewe ist das. Ja, ja.
So Nestle Gold. Was ist das denn? Nestle Gold? Habe ich noch nie gesehen. Das schmeckt irgendwie besser oder kostet das einfach nur mehr? Nö, das haben wir ausprobiert. Das ist so eine Mousse. Okay. Einfach mal so zum Testen. Was ist das da hier? Ach, Petersilie. Petersilie, ja. Und die Kerrygold extra. Habt ihr gesalzen? Nee, ungesalzen. Ungesalzen. Okay, ein bisschen hier Aufschnitt. Mensch, das sieht ja ganz normal aus. Ja. Da vorne ist das Forellenfilet. Das ist ja aber auch aus Intensivzucht. Oder ist das Frischfang, Forelle? Also, die werden auch gezüchtet, aber Forellen hat mein Papa früher gezüchtet und ich weiß, dass die nur im sauberen Wasser schwimmen, weil die sterben sonst schnell. Okay. Was ist denn das da, diese ist da noch gar kein Ostern hier oben? Ostereier. Ostereier. Die gibt es das ganze Jahr neuerdings. Aber so mit einer entsprechenden Hochglanzlackierung habe ich die noch nie gesehen. Wenn du die mal kurz rausholst, sag mal. Weil die Leute schreiben mir sonst direkt. Zeig mal. Die malerischen heißen die. Ja, das sind 6 gekochte und gefärbte Eier aus Bodenhaltung. Deswegen sehen die ja so schick aus. So, 26.03., das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ja. Seid ihr auch so die Typen, die zum Beispiel Ketchup, wenn der 3 Jahre abgelaufen ist, immer noch essen? Na, ganz so übertrieben ist es nicht, aber. Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht so. Nee. Also, da lege ich keinen gesteigerten Wert drauf, weil. Ich habe auch schon Sachen gehabt, die noch eigentlich gehalten hätten müssen oder halten müssen, die schon verschimmelt waren. Gell, das ist manchmal schlimm. Du machst es auf, da willst du es dann zurückbringen, dann denkst du dir, mein Gott, die arme Kassiererin, die hat eh schon genug Stress jetzt. So ist es. Und das ist mir letzte Woche passiert, das war sogar ein Soja-Joghurt. Bei wem war das? Bei Aldi? Nein, bei der Rewe. Bei der Rewe. Aber wenn ich nicht da in der Nähe arbeite, ich laufe jetzt wegen einem Joghurt nicht zur Rewe. Und du hast ja deinen Mann, den kannst du schicken. Ach naja, nee, der lässt mich einkaufen. Weil da, sagen wir mal so, der Harry findet so viel, was nicht auf dem Zettel steht. Ich bin gut im zwischen die Zeilen lesen beim Einkaufen. Du bist gut zwischen den Zeilen lesen? Ja. Das heißt was? Ja, da kommen manchmal Dinge raus, die vielleicht ich unter normalen Umständen nicht gekauft hätte. Hätte ich zum Beispiel einfach einen Kassenzettel oder einen Einkaufszettel oder so. Ich gehe immer prinzipiell ohne Einkaufszettel und dann wandert meistens das in den Einkaufskorb, was da nicht reingehört. Sagt sie, meine Frau sagt das so. Also ich mache ja immer, ich bestelle nur online. Also muss ich sagen, ich kaufe ab und zu bei Aldi, muss ich sagen. Das ist so, weiß nicht, da. Der Vorteil ist, dass es überall gleich sortiert. Da weiß ich immer, wo alles steht. Also es ist egal, wo du reingehst in Aldi. Stimmt, vorne ist immer beim Aldi sind immer diese Waffeln. Ja. Ja, vorne sind die Waffeln, links ist der Kaffee. Wenn du weiter durchgehst, kommt die Cola, rechts kommen die Nüsse. Kennst du das? Und dann auf der Rückseite von dem Kaffee sind immer die Kloartikel beim Aldi. Aha. Und ganz hinten ist dann natürlich klar, du sollst ja einmal quer durch den Laden durch, ist dann Milch und so. Ja, das stimmt. Also ich glaube, aber ich gehe nicht so oft in Aldi, weil dann muss ich ja weiterfahren. Der Rewe ist bei mir gleich um die Ecke. Was ist das? So, komm, wir haben jetzt genug über... Ich habe ja angefangen damit, ja? Ja, genau. Karin, setz dich mal hin. Wir werden jetzt ein ernsthaftes Interview führen. Oh, ja. Das hilft ja alles nichts hier. Wir müssen die Wahrheit aufklären über Leute, die ins Wohnmobil ziehen wollen, ja? Und ihr habt das ja gesehen, das Video mit der Karin und dem... Jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Ich habe es auch vergessen. Seinen Namen weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das war... komme ich aber drauf gleich. Ja, ich war beeindruckt von ihr vor allem auch, wie sie erzählt hat. Sie hatte so eine freimütige Art, war immer am Lachen und war richtig sympathisch, die Frau. Was mich aber insgesamt beeindruckt hat, war, dass sie einfach die Entscheidung getroffen haben. Die haben die Entscheidung getroffen, eine große Familie, viele Kinder, die waren außer Haus. Und was tun wir jetzt mit dem Rest unseres Lebens? Was ist unser Lebensinhalt, haben die sich überlegt? Und dann eben konsequent die Entscheidung zu treffen, wir gehen jetzt ins Wohnmobil, weil wir wollen noch ein bisschen was miterleben von der Welt und was sehen. Das hat uns sehr gut gefallen, diese Grundeinstellung einfach. Unabhängig davon, dass die jetzt sehr gläubig waren, das sind wir jetzt zum Beispiel gar nicht, also überhaupt nicht, wir sind da. Aber so diese Lebensphilosophie, diesen Mut auch zu haben, alles aufzugeben. Die hatten ein Haus mit über 300 Quadratmetern, habe ich da hat gehört. Gesagt, ja. Und das einfach mal schnell mal platt zu machen. Da hängt ja ein halbes Leben dran. Da hat man die Kinder großgezogen. Da ist ja, also, wow. Also was mir alle sagen, ist, dass es so unglaublich befreiend ist danach, dass man den ganzen Kram, also ich meine, man kennt das ja selber, man hat dann im Keller Sachen, die man noch aufheben will. Und kennst du das? Ja, also, absolut. Absolut. Das könnte unser Keller sein. Ja. Ja, das könnte. Das gibt es aber überall, glaube ich. Oh. Dachboden, also, Keller, alles voll mit. Ja, ich meine, wir wohnen jetzt 20 Jahre fast ganz in dem Haus. Ja. Und
was man in 20 Jahren alles ansammelt, was kein Mensch mehr braucht. Es ist furchtbar. Sag mal, Camping, du bist ja eine Frau, eine hübsche Frau, hat ja viel zu tun mit, ich sag mal, in der Natur sein, sich nicht jeden Tag duschen, habe ich gerade erfahren, ja, der, das macht alles nichts. Also ich glaube mal, die Freiheit, die gibt euch viel zurück. Ihr fotografiert, gell? Ja, wir fotografieren viel. Ich veröffentliche auch Fotos im sozialen Medien. Wo? Sag mal, bisschen Werbung. Ja, zum Beispiel 500px heißt das. Das ist zwar so eine amerikanische Seite, aber ja. Dann war ich mal in der Foto-Community, da mache ich jetzt nicht mehr viel. Ja, und bei Facebook, Insta ist jetzt nicht so meins. Da poste ich mal eins bis drei Fotos und das war's dann. Aber ansonsten, ja, viel in der Natur. Mhm. Also mein Mann fotografiert mich auch gern, wenn ich dann auf dem Boden rumliege und irgendwelche Käfer fotografiere. Käfer mit Makro oder was? Ja, also. Ja. Aber ja, Natur. Mit was bist du am Fotografieren? Ich habe eine Lumix Panasonic. Mit Panasonic? Ja. Die G9, ne? G9, genau. Micro 3 Third. Genau. Die gute. Genau. Ich hatte vorher eine Spiegelreflex, aber wenn Sie schreckhafte Tiere fotografieren und die Kamera muss ich immer vorauslösen und klack, 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 klack. Das war dann irgendwann nicht mehr meins. Ja, ihr kommt ja, ich sag mal so, aus der ehemaligen DDR und zumindest du. Ich. Und da war ja Fotografieren war ja schwer im Trend. Das haben die oft ja in der Schule schon gehabt. Oder wie kam das Faible zum Fotografieren bei dir? Na gut, ich bin ein kreativer Mensch. Ja. Und warte, ich zeig nochmal gerade den Erwin. Da ist er, da ist übrigens so ein kleines Püppchen, das hast du auch gemacht, oder? Ja. Das ist sei Fraule, damit er nicht so einsam ist. Okay. Ja. Ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Du bist ein kreativer Mensch. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich habe dann auch mal versucht mit Malen und dann habe ich festgestellt, fotografieren geht schneller. Ah. Allerdings, das sind dann Schnappschüsse. Also wenn man es intensiv betreiben will, ich bin ja nur Hobbyfotografin, muss man schon ein bisschen was im Kopf haben. Und Geld verdienen, geht das damit? Kann man damit Geld verdienen? Nee. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so, dass ich da jetzt Bilder verkaufe. Nö, wir machen das ja nicht wegen Geld verdienen. Das ist einfach Hobby. Just for fun, ja, für uns. Wir veröffentlichen auch nicht, also ich gar nicht, überhaupt nicht. Also weder Facebook, Insta, sie ist da schon eher auch mit. Du hattest irgendwann mal von Google, habe ich gesehen, 3 Millionen Klicks auf deine Bilder. Ist aber auch schon ewig her wieder. Also ihre Bilder werden schon oft angeguckt. Zumindest mal angeklickt, die sie da veröffentlicht. Aber dass man da jetzt irgendwie rangeht und Kapital draus schlägt, gar nicht. Das ist nicht so. Ja, das Problem ist, die Bilder werden ja erst dann was wert, wenn sie tot ist, unter der Erde liegt. Dann heißt es denn, ich möchte einen Karin-Original haben. Und du stehst dann da, wirst von Millionen überschüttet, ja, und ja. Sie hat es nicht mehr erlebt. Das ist ja oft, was die Leute haben. Ja, mein Gott, wenn es dann so wäre, ja. Hätte ich wahrscheinlich auch nichts mehr von. Also. Aber über sowas denken wir gar nicht nach. Also für uns ist das nicht der Inhalt, diese so, Dinge Hobby, da. Ist das ist wirklich ein echtes Hobby, ja, klar. So, also wenn man hier so reinblickt, ich guck mal gerade, es ist schon ziemlich groß, das Wohnmobil. Aber wenn man ja dauerhaft im Wohnmobil sein will, ihr habt das gesehen bei, ich glaube, er heißt Andreas, hieß er. Der, ich weiß aber jetzt nicht mehr. Das kann sein. Ja, ich glaube, er heißt Andreas und Karin. Aber ich kann auch sein, es war ein christlicher Name, das weiß ich noch. Und war Andreas, ja. War Andreas, gell? Und die hatten ja eine Waschmaschine, eine Spülmaschine. Habe ich ja jetzt auch, muss ich sagen. Kriege ich auch unglaublich viel Ärger immer, dass die Leute sagen, warum? Aber wenn man dauerhaft drin wohnt, ich meine, du willst ja nicht mehr spülen dann den ganzen Tag, oder? Die Spülmaschine ist es eigentlich weniger, weil wir spülen, wir sind da auch zu Hause, wir spülen unser Zeug relativ schnell weg. Ja. Auch von Hand. Die Waschmaschine ist schon wichtiger. Ja. Ja, also wenn es eine Möglichkeit gäbe, wie auch immer, eine Waschmaschine, eine kleine, im Wohnmobil gibt mitzuführen, es? Das wäre traumhaft. Die also davon, Deo Mini heißt die. Das wäre. Die ist, hat 3,5 Kilo. Ja. Eine vollwertige Waschmaschine, also nicht dieser Käse, den es irgendwie im Internet gibt. Okay. Deo Mini ist gedacht für japanische und ostasiatische Haushalte, wo du keinen Platz hast. Und die hängst du ins Bad rein. Ja. Jetzt verstehe ich das. Deswegen sind die auch so schön schmal. Ich habe im Internet nicht schmal. Die sind oder, so, genau, so ein Bullauge. Nein, das ist ein Bullauge. Die hängst an die Wand.
wie Bild. Ach, das ist ja noch besser. Ja. Könnte also in eine größere Garage reingebaut werden zum Beispiel? Ja, also es gibt ein Video, guck mal nach. Also ja. Das Video heißt Waschmaschine in Wohnmobil. Okay. Einfach mal googeln und da wird die hinten eingebaut. Das ist ganz klein. Und das Coole ist, du kannst warmes Wasser vorlaufen lassen. Also du kannst sie an den Warmwasserkreislauf anschließen und dann zieht die automatisch direkt warmes Wasser, sparst viel Energie. Das ist genau das. Und weil sauber soll es ja auch werden. Ne? Wenn ich dann mit manchen Handwaschmaschinen, die ich im Wohnmobil habe, die zwar auch mit Elektronik laufen, musste aber das warme Wasser von Hand zugießen, über einen Eimer irgendwo herholen oder so. Ah, das ist alles mit einem riesen Aufwand verbunden. Und ich stelle mir vor, wenn man im Wohnmobil wohnt und es ist Winter, und es regnet oder schneit, du hast ja auch nicht immer die Möglichkeit, dann immer ums Wohnmobil drum herum zu laufen, mit dem Wasser entsorgen und Zulauf und all die Sachen. Ja, da muss ich mich noch damit beschäftigen, wie da die Lösungen sind. Aber danke für den Hinweis, da muss ich mal googeln. Ja, ist im Moment leicht vergriffen. Ja. Sag mal, Frischwasser 100 Liter, das ist schon wenig. Wenn man also darin lebt, da muss man ja öfter mal nachtanken, oder? Och, ja, wir tanken schon öfter mal nach. Also ich denke mal so 3-4 Tage hält's auf jeden Fall. Aber so 200-300 wären ja auch nicht schlecht, oder? Ja, Wasserbett ist auch schön. Ja. Mhm. Nein, aber du hast eine ganz andere Meinung dazu. Ja gut, also sie sieht das jetzt weniger mit dem Wasser, denke ich mal, weil ich kümmere mich da im Regelfall drum. Das ist deine Aufgabe. Ja, klar. Also wer dann über die Gießkanne rennt und was weiß ich nicht alles und Wasserschlauch holt. 200 Liter Wassertank wäre schon sehr wünschenswert. Gerade wenn man jetzt öfter mal duscht und wir sind ja auf genauso wie hier. Wenn ich hier 100 Liter reinmache, dann habe ich die Toilette, die ich mit dem Wasser versorgen muss. Ich habe mein Spülwasser, das ich natürlich aus dem Tank beziehe. Ich wasche mir die Hände, ich putze die Zähne und dann gehe ich alle 2 oder 3 Tage mal duschen. Da bin ich ehrlich, also mehr machen wir das nicht. Ist ja wirklich nicht so toll für Haut. Aber dann ist es dann auch gut. Dann ist der 100 Liter Wassertank leer und dann muss er eben gefüllt werden. Ja, ich kenne das und aus dem Wohnwagen, der hatte 40 Liter. Gut, also das kannst du natürlich knicken. Das ist also nicht. Da war vor jedem Duschen einmal auffüllen angesagt. Ja, genau. Nee, wir wollen dann schon, wenn es geht, so an die 200 Liter wäre schon eine Entlastung, weil da kannst du mal eine Woche. Ja, jetzt kommt noch die Überlegung mit der Waschmaschine dazu. Wo nimmt die Waschmaschine dann gegebenenfalls das Wasser her? Wenn ich das auch noch über den Bordtank benötige. Die nimmt so 20, 30 Liter nimmt die pro Waschgang. Siehste, also da können wir mit 100 Litern, das kannst du knicken. Also ich habe jetzt einen Toploader, der nimmt, ich glaube, 50, 60 Liter sogar. Und das weiß ich ja dann vorher, da mache ich ein bisschen voller. Was wäre denn noch so ein Wunsch, wo ihr sagt, das haben wir jetzt nicht? Ihr habt wahrscheinlich einen Wechselrichter, habt ihr drin? Nein, haben wir nicht. Ich habe zwar so, ich habe ja keine Ahnung gehabt. Wir haben dieses Wohnmobil, eigentlich wollten wir eins leihen. Ja. Und sind aus dem gleichen Laden rausgekommen mit dem hier. Und wir hatten noch nie ein Womo von innen gesehen. Aha. Das war so ein Spontankauf. Der war doch gut im Endeffekt. Ja, jetzt heute sagen wir, wow, das war genau das Richtige. Aber wir wussten nichts. Wir wussten von Campen gar nichts. Ich wusste noch nicht mal beim Markisenaufbau, wie man die Stangen rausmacht. Das hat mir ein Holländer irgendwo in Leipzig erklärt, glaube ich. Oder oben an der Müritz. Bei mir hing die Markise immer fast bis auf den Boden unten. Ich habe mich immer gewundert, warum haben die anderen solche Stangen dran, weil die Markise da ausgefahren war. Bis sich dann mal einer erbarmt hat, mir zu zeigen, die sind da integriert, die kann man ausklappen. Also wir waren wirklich, wir hatten gar keine Ahnung. Okay. Null. Und so sind wir losgetigert mit dem Ding hier. Ja, um die Frage zu beantworten, was fehlt uns heute? Es ist sicherlich beim Schlafen eine Trennmöglichkeit. Also wir hätten unheimlich gerne 2 Längsbetten, dass man sich einfach separat ausbreiten kann und dass man sich nicht direkt ins Ohr pustet. Ja, das ist eben schon sowas. Wenn man sich ganz lieb hat, dieses Wohnmobil hier ist für Leute, die jetzt beginnen, die diese Welt mal erschnuppern wollen, geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sag mal, junge Leute, die ich gerade kennengelernt haben. Zum Beispiel, ist das was? Oder wenn sie nickt. Ja, ist so. Es ist wirklich, weil es alles hat. Ich habe hier meine Sattanlage drauf, die automatisch ist. Ich habe sogar eine Luftfederung drin. Ich habe eine Solaranlage. Also ich habe ein paar USB-Anschlüsse. Ich kann also meine Handys laden, was man eben so hat. Tablets oder sonst was. Das geht. Jetzt, Wechselrichter ist noch keiner verbaut, wäre möglich, klar. Ja. Aber ihr habt ja Landstrom, wenn er hier an Strom steckt, oder?
Ja, jetzt haben wir aktuell haben wir gerade Landstrom. Ich habe gestern Abend festgestellt, dass die Bordbatterie doch allmählich zur Neige geht. Mhm. Ich abgelesen oben am Panel. Und da habe ich schnell noch Landstrom rangemacht. Also, und okay. Heute Morgen war die Bordbatterie wieder voll. So, die ja. Hält wie lange? Oh, also ohne Sonne 2-3 Tage, wenn ich natürlich Fernseher laufen lasse, wenn ich alles lade, die Kameras, Handys, alles was man so hat, 2-3 Tage. Im Sommer haben wir überhaupt kein Problem, da müssen wir nie an Strom. Wegen Solar? Wegen Solar. Also im Sommer, wochenlang in Griechenland, in Portugal, in Spanien, egal wo wir da waren, wir haben nie Landstrom gebraucht. So, ihr wart ja schon überall. Fast überall. Habt ihr denn genug Urlaub? Oder seid ihr selbstständig? Nein, also wir haben unausreichend Urlaub, sag ich mal so, weil es könnte immer noch ein bisschen länger sein, weil wenn man so weit fährt, wie zum Beispiel nach Griechenland oder nach Portugal, da sind 3 Wochen Urlaub halt schon knapp. Meistens machen wir es so, dass wir noch Feiertage mit einbauen, dass wir nicht ganz so viele Urlaubstage verbringen. Die alten Tricks. Ja, genau. Gut. Das heißt also Brückentage und sowas. Brückentage ja. Und sowas bauen wir mit ein. Gut, jetzt ihr habt den Erwin ja jetzt schon wie lange jetzt? Wie viele Jahre? 6. 6 Jahre. So, und das heißt, ihr habt euch für Camping entschieden, da war der Campingboom noch gar nicht so da, oder? Ja, das war, Campingboom war damals eigentlich überhaupt noch nicht erkennbar. Merkt ihr das, dass es mehr los ist? Absolut. Ja. Absolut. Das haben wir aber vor Corona schon gemerkt. Also in dem Jahr vor Corona haben wir an den Stellplätzen, wir gehen ja fast nur auf Stellplätze, wenn überhaupt, Campingplätze so gut wie gar nicht. Warum? Brauchen wir nicht. Ich zahle einen Haufen Kohle für was denn? Ich brauche die Leistung nicht. Es ist günstiger. Freistehen ist uns sowieso lieber. Wir haben so viele nette Plätzchen auch gefunden jetzt in allen Ländern, wo wir da waren. Herrlich direkt am Wasser, am Meer, ein bisschen versteckt zum Teil auch oder im Wald. Wir sind keine eh naturlieb. Weil die Frage stelle ich oft mal. Also, gar nicht. Nee. Warum auch? Und also ganz seltsam, uns haben sie gewarnt. Albanien. Wir waren vor 4 oder 5 Jahren oder wann waren wir zum ersten Mal in Albanien, sind wir durchgefahren, quer durch die Pampa. Wir wussten nicht, auf was wir uns da einlassen, aber. Warnungen haben wir natürlich schon mitgekriegt, im Vorfeld haben wir uns informiert, aber überraschenderweise uns hatten sie mit Inbrunst da begrüßt. Die haben die kennen die Bundesliga da unten besser als wir Deutschen selber, ganz ehrlich. Ich glaube, die haben sogar deutsches Geld, Euros, ja. Gell? Ja, in Albanien. Haben die Euros in Albanien? Nein, die haben Lek. Nee, so die inoffizielle Währung, glaube ich, in vielen Staaten ist Euro da so unter der Hand. Nee. Eigentlich nicht. Das heißt, ihr kamt da mit Euros, konnte nichts mit anfangen. Ihr musstet tauschen. Doch, die haben Euro angenommen. Siehst du mal. Aber das ist ein offizieller Stellplatz, ein super Stellplatz, sehr zu empfehlen. Wo ist er? Der ist in der Nähe von Durech, der heißt Nordpark. Mhm. Ja. Das ist so eine wunderbare Schnellstraße. Ich habe noch nie so viele Tankstellen gesehen, alle 100 Meter eine Tankstelle. Ja. Aber dieser Stellplatz, der ist hinter einem kleinen Hotel. Ja. Man kann den Pool mitnutzen. Nur der Hahn vom Nachbarn, der hat morgens um 4 angefangen zu krähen. Das war jetzt nicht so angenehm. Aber sehr ruhig, von der Straße halt weg. Und dadurch konnte man auch gut schlafen. Also uns hat er gefallen. Und in dem Hotel kann man auch super essen. Gut, du bist ja aus der ehemaligen DDR. Mhm. Da war der Ostblock ja für euch oft die einzige Alternative. Ich sag nur Rumänien, gab es ja früher oder wo, wart ihr oft? Wart ihr da am Plattensee? Nee. Also, sag mal so, ich hatte ja auch noch ein Leben vorm Harry. Mein Ex-Mann, der war nicht so der Urlaubstyp, sondern für den war Balkon, Kasten, Bier ein schöner Urlaub. Ist doch schade, oder? Weil du bist ja so ein Urlaubstyp, oder? Ja, doch. Urlaubstyp. Ich möchte was sehen. Und Ostsee, jedes Jahr Ostsee ist dann auch nichts und wir sind auch, also was ich mir niemals im Leben vorstellen könnte, wäre Dauercamper zu werden, immer am selben Platz. Ja. Wir sind Zugvögel, wir wollen was sehen. Ich war immer noch nicht, das wünsche ich mir seit 40 Jahren, immer noch nicht am Mont Saint-Michel. Und da wollten wir letztes Jahr hin. Ja, das ist wo, ist das? Das ist in Frankreich, ist es Bretagne oder Normandie, ist noch Normandie. Hast du gehört, Harry? Ja, ich weiß. Das ist klare Ansage. Ja. Ich stimme total überein, weil ich da auch hin will, unbedingt. Ja, natürlich. Wir wollten letztes Jahr. Weil du das gesagt hast. Wir wollten letztes Jahr, warte ganz kurz. Im März hatten wir extra Urlaub, so wie diese Woche. Mhm. Und dann kam Corona.
Und dann kam genau in dieser Woche und da war Frankreich zu. Ja. Und dadurch konnten wir da leider nicht hinfahren. Ich wohne ja in Frankreich. Ja, ja, ich habe schon gehört. Das Coole ist ja, dass das total schön ist, aber dass ich selten in Frankreich bin, ich ja öfter jetzt in Deutschland. Das ist oft so, da wo man selber wohnt, da ja, ist man vielleicht nicht so oft. Wobei Südfrankreich ist von mir nicht weit weg. Also mit dem Wohnmobil 7 Stunden. Ja. Ja, Südfrankreich ist ja von uns auch nicht so weit weg, oder? Ihr wohnt wo jetzt? In Öhringen, das ist etwa so 70 Kilometer nördlich von Stuttgart. Okay, das heißt, ihr seid, ist es Schwäbisch? Schwäbisch. Ja. Du bist Schwabe, gell? Ich bin ein Originalschwab, ja. Also, ach, du kannst umschalten. Ja, freilich. Ist gar kein Thema. Ja, ich habe nämlich bei Letech habe ich gefilmt. Das ist in der Nähe von der Daimlerstadt. Du weißt ja, wo Gottlieb Daimler. Ja. Und ja. Stefanie Benz herkam. Ja. Karl Benz, ja. Karl Benz, ja, 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 genau. Ja, genau. Ja, das ist so, von der Stefanie spricht man nie. Ja. Das ist immer nur der Karl. Ja. Ja, also ich, natürlich, wir arbeiten beide in Stuttgart. Okay. Ja, seit weit über 20 Jahren. Aber nicht in der Automobilbranche, oder? Nicht in der Automobilbranche, nein. Okay, super. Nein, nein, nein. Das ist ja so, man braucht ja auch mal einen Kopf frei. Habt ihr Sport? Bist du ein sportlicher Typ? Machst du Yoga? Das sehe ich so aus. Achso, du kochst ja gut, ja. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also, was mir fehlt seit Corona ist, wir sind eigentlich immer gerne viel weg, aber auch viel gelaufen. Ja. Also nicht nur, dass wir auf unseren Roller sitzen und fahren, sondern wir laufen auch sehr viel. Jogging? Nein, kein Jogging. Also spazieren gehen? Spazieren gehen, ja. Na, schneller mit Stöcken, oder? Na, ich habe die Kamera immer in der Hand, da kann ich keine Stöcke halten. Gute Ausrede. Ja, ich kann sie dir auch zeigen. Die habe ich hier. Ja, zeig mal. Das ist die gute, die ist nämlich sehr kompakt. Die Objektive sehr klein, muss man sagen. Das ist ein Riesenvorteil. Ja gut, das Teleobjektiv ist auch schon etwas. Ja, aber das wäre ja jetzt im Vollformat, wäre das ja riesig, das Gleiche. Ja. Also die Kamera macht schon was her, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich schwer beeindruckt. Wir hatten vorher eine Halbzoll-Spiegelreflexkamera, die qualitativ noch nicht mal näherungsweise dahin kommt, wo die schon ist. Ja, ja, beispielsweise. Also ich filme ja mit Sony, das ist ja so eine Glaubenssache, aber die haben ja, Sony hat APS-C, bisschen größer. So, aber die macht gute Bilder? Das macht sehr gute Bilder, sehr gute Bilder. Da ist ein Objektiv 1400, das ist ja ein Reiseobjektiv, ist da drauf, gell? Ich habe am liebsten Reiseobjektive, da muss ich nicht ständig schrauben. So, wenn du das mal erklärst den Leuten, was das ist, 14 bis 140, da kann man, glaube ich, von bis, gell? Ja, 14 ist so weitwinkelmäßig und die 140 ist dann schon so etwas mehr Zoom, aber es ist noch kein Telebereich. Also es ist schon, kommt schon ziemlich nah ran. Also ich habe jetzt einen 10 mm drauf, das ist umgerechnet 16. Also das heißt, es gibt ja da noch so einen Umrechnungsfaktor. Ist das da jetzt das Echte, was draufsteht, oder ist das auch umzurechnen? Ich glaube, das ist auch umzurechnen. Aber also ich bin nicht so der Techniktyp, dass ich unbedingt jede Zahlen, Daten, Fakten im Kopf haben möchte. Draufdrücken funktioniert. Das ist das Wichtigste. Ich habe so meine Einstellungen, weil ich viel bewegt. Also sagen wir mal so, einfriere, das heißt, ich habe viel, mit S fotografiere ich viel. Achso, Speed. Speed, genau. Okay, das heißt, du kannst die Verschlusszeit dann festlegen, zum Beispiel eine Tausendstel und hast dann... damit ich den Käfer oder die Fliege, die da vorbeifliegt, auch noch scharf kriege. Okay, das funktioniert? Das funktioniert gut. Okay. Man muss halt eine ruhige Hand haben. Also so, das ist eine Lumix, was ist das für eine? Für alle, die Lumix G9. G9. So, die hat auch Stabilisatoren, glaube ich, drin, mehrfach. Ja. Das ist auch eine tolle Sache, gell? Also das ist eine tolle Sache, wenn man die Hand nicht ganz so ruhig halten kann, hilft einem die Kamera noch ein bisschen. Das ist so. Und du machst mit derselben Kamera Bilder oder habt ihr zwei? Wir haben noch eine Spiegelreflex, ja. Eine Canon, aber ich fotografiere auch am liebsten mit der, wenn ich dann mal darf, wenn sie aus der Hand gibt, weil die, wie sie sagt, sie hat eine Stabilisierung in der Kamera und im Objektiv nochmal. Zweimal und die ergänzen sich. Und wenn ich das 300er Rohr ausfahre, dann habe ich ein Äquivalent von 600 Brennweite. Da geht nichts mehr. Doch. Doch. Die Dinger werden scharf, freihandscharf. Und das habe ich bei einem Tele, das ich voll ausfahre, noch nie erlebt ohne Stativ. Ich kann das Ding wirklich in die Hand nehmen, ich mache ein Foto und es wird scharf. Scharf, richtig scharf. Richtig scharf. Tele, Hand, ohne. Ist also, das eigentlich groß, das Tele? Oder ist das. Man muss auch was ist dabei? Da oben ist es dabei. Ich will nur mal sehen, weil so normalerweise ist ein 300er Tele ist ja so ungefähr armlang. Und das ist der Vorteil bei dem kleinen Chip, gell, der drauf ist. Das ist genau der Vorteil, ja. Das heißt, ein kleiner Chip hat kleine Objektive.
Und trotzdem, die Bildqualität ist trotzdem gut. Die Bildqualität ist super. Also ich weiß jetzt, dass Ameisen auch Haare haben. Mhm. Du musst mich das machen lassen. Mach du das, ja. Du musst mich das machen lassen, hat sie gesagt. So. Ja, weil ich weiß, wo ich es hingestopft habe. Da ist es. Da ja, ist gut, das ist ja relativ groß, aber das ist normalerweise ein 300er im Vollformat. Das ist so fast einen Meter lang. Ja. Und das ist ordentlich. Es ist schwer. Und natürlich wiegt die Kamera mit dem, aber es ist trotzdem ein Vorteil gegenüber einem Vollformat Spiegelreflex zum Beispiel, wie du es eben gesagt hast, da habe ich ja vorne so ein Canon-Rohr drauf, hatten wir ja auch früher die grauen, also das kannst du nicht mehr halten freihand, da fängt es schon mal an, das ist viel zu schwer und wenn du dann stundenlang auf der Lauer liegst, zum Beispiel auf Pelikane wartest, ja, haben wir auch schon im Prespasee in Griechenland, Albanien, Grenze und Mazedonien da unten, da gibt es die, da liegst du ja mal eine Weile auf Lauer. Mhm. Und dann wird so ein Ding mal richtig schwer. Also da musst du schon was Leichtes haben. Und das war wirklich eine Alternative. Hast du ein paar schöne Fotos auf deinem Handy, dass ich die mal sehen kann? Mhm. Darf ich die mal sehen? Ja, gerne. Mach mal, dann zeige ich die mal. Denn ich kann mir das im Moment so Pelikane und so. Ja. Das ist ja deine Trophäe, wenn du stundenlang wartest und dann kommt das Tier tatsächlich. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann haben wir die Natur genossen. Wie wir dann an den Seen manchmal noch, da wir erleben ja Dinge, da rechnest du ja gar nicht damit. Du wartest auf Pelikane und vor dir kommt dann ein riesen Wels, so halb aus dem Wasser. Ein Wels mit fast 2 Metern Länge und scheucht dann die Enten, die da drumherum schwimmen, schnell mal weg. Und du erschrickst. Es sind Momente und unmittelbar neben dir, das, ja, sowas plant man ja nicht. Das passiert halt einfach, ne? So, sie guckt mal gerade. Ich sehe schon, sie kann sich gar nicht entscheiden, welches Bild sie mir zeigen soll. Nein, ich habe sie sortiert. Hast du sortiert? Ja, mit Nager und Möwen und... Zeig mal bitte. Warte, ich mache gerade das Licht aus. Kann man es etwas besser sehen. So, wenn du mir mal ein, zwei... Und das mal gerade ein bisschen steiler hältst, ein ganz kleines bisschen. Genau, so ist super. Genau, und jetzt mir mal so ein, zwei Mal zeigst. Das ist ein... Kormoran. Ein Kormoran. Das war wo? In Griechenland. In Griechenland. Okay, was noch? Zeig ruhig mal ein paar, dass die Leute mal sehen, wie toll du bist, liebe Karin. Okay. Denn das muss man ja erstmal können. Also. Oh nein, eine Möwe. Oder was ist das? Das ist eine Möwe, ja. Ja. Die saß in Triest, saß die auf einem Auto. Da konnte ich nicht widerstehen. Ja. Cool, weiter. Was hast du noch so? Also, ja gut, ich mache dann manchmal Collagen einfach. Und Krokodile? Nee. Das sind junge Möwen. Ja. Krokodile. Boah, ist das schön. Du kannst echt gut fotografieren. Also ich fotografiere ja selber. Ich hätte gar nicht die Muße dazu, so stundenlang zu warten, bis das perfekte Bild kommt. Naja, doch. Du kannst den Harry fragen. Wir waren in Milazzo in Sizilien. Da ist eine Klippe. Das ist eine super Klippe. Das eine Jahr war die voller Möwen. Und ich muss natürlich gucken. Und die Möwen haben mich ja sogar angegriffen, weil ich bin dem Nest zu nahe gekommen. Ja, ist mir klar. Die Karin, die kennt da nichts. Ja. Die Kleinen müssen ja auch fotografiert werden. Ja, genau, aber ich bin nicht rangekommen, das hat sie nicht zugelassen. Die war richtig sauer, die Möwe, die eine. Ja. Die war sauer. Ja. Gut, das sind jetzt Möwen. Da könnte ich stundenlang weitermachen. Füchse, was hast du noch? Ja, Füchse habe ich auch. Genau. Ach, das war ja in Alpen, in italienischen Alpen irgendwo. Wo war das nochmal? Ja, warte. Gran Paradiso. Gran Paradiso. Ja, ja. Wir waren auf 2000 Meter mal Steinbock. Steinbock am Straßenrand, weißt du das noch? Den hat der Harry fotografiert. Das ist du musst ein bisschen steiler halten. Kleines. Okay. Genau, so super, ja. Das ist ein Gänsegeier. Ein Gänsegeier? Und ich habe den nicht gesehen, weil ich gerade nicht am Platze war. Da war der Harry doch mal für irgendwas gut, oder? Das war super. Ist er nicht lieb? Ja, wenn... Das ist was? Ein Gänsegeier? Das ist ein Gänsegeier, genau. Aber wir wollten ja, du wolltest Füchse sehen. Ich muss bloß... Ja, aber du hast das eben gesagt, Füchse. Ja, habe ich auch. Ich habe zum Beispiel auch... Sowas haben wir zum Beispiel auch gegessen. Was sind das? Das ist ein Drachenkopf. Oh, das tut mir leid. Der Name... Aber der Fisch war lecker. Das ist ein Fisch? Ja. Okay, kein Drache. Nein, das ist ein Fisch. Die stehen nämlich unter Naturschutz, Drachen, das weißt du. Ja, das weiß ich. Wenn du einen siehst, darfst du nicht abschießen. Die gibt es so selten, genau. Fliegen, wo habe ich denn die? Ich habe die Füchse versteckt. Wo waren das? Gran Paradiso? Ja, ich habe es doch nach Tieren sortiert mal irgendwann, damit ich, ja, du wirst ja nicht... Ach, da, Maikäfer, guck mal. Ja, oder Libelle. Libelle. Machen wir gerade größer? Dass man sieht, was die Kamera so kann. Die ist ja wirklich scharf. Mhm.
Das war eine Tausendstel oder was? Nee, höher. 2000. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber die Flügel waren nicht in Betrieb, gell? Nein, die saß da auf einem Blatt. Ah. Aber das war noch nicht mal mit der Kamera, das war noch mit der alten Lumix. F70 oder wie die hieß. FZ50, ja. Die war gut? Die war auch super. Ja. Die war bloß ein bisschen sehr klein. Ja, auch das Display war noch. Ja, ja. Das Mini-Display. Mhm. Füchse? Ich bin immer noch auf der Suche. Darf ich mal kurz in die Hand nehmen? Und, na klar. Das ist nicht so einfach. Ich habe die, glaube ich, unter den Haustieren und Katzen versteckt. Unter Haustieren und Katzen? Ja klar, es ist ja ein Fuchs, ist ja auch bloß so ein Hund. Sag mal, Internet im Wohnmobil, was habt ihr da? Den Router hier, oder? Nee. Handy. Handy. Geht? Mhm. Geht. Ja, geht ohne Probleme. Flatrate habt ihr dann, oder? Ja, auf dem Handy, ja. Ein Euro am Tag, habe ich gehört, gibt's. Nee, ganz normal. Also ich habe jetzt das ist mein Privatfirmen-Handy. Ne? Ja. Da gibt es diese Standard. Aber frei, in der ganzen EU bin ich mehr oder weniger. Datenvolumen, was habt ihr da? Unbegrenzt. Unbegrenzt? Ja, in Europa. Datenvolumen? Ja. Echt? Ja. Telekom? Ja. Telekom, das kenne ich, kostet 86 Euro. Ja, kriegst du als Privatmann nicht, aber über die Firma geht das schon. Ich habe das auch. Ja, ja. Ich habe genau den gleichen Tarif. Da ist der Fuchs und der ist natürlich von dir, gell? Ja, der ist mit dem Tele gemacht worden, auf dem Gran Paradiso, also aus Dattal. Und wir haben uns ins Wohnmobil verzogen und von innen nach außen fotografiert, weil der saß direkt neben Wohnmobil. Okay. Und ich weiß ja nicht, ob er Tollwut hatte oder so, dann so nah muss man an ein wildes Tier nicht ran. Der ist dick? Na, das war im Winter, der hat ein dickes Fell gehabt, also er hatte das Winterfell noch drauf. Okay, das heißt, den ist warm, auch wenn die da im Schnee liegen, oder? Ja. Das ist so cool. Ja, und da stand auch extra Schilder, dass man die nicht füttern soll. Wahrscheinlich, weil die sich doch immer an die Menschen ranmachen. Die schlauen Füchse. Es ist ein Wildtier. So, ah, warte mal, guck mal hier. Genau, wenn du mal ganz kurz, warte, ich gehe mal gerade ran. Das ist auch der gleiche? Das ist der gleiche Fuchs. Also wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Stück waren das gesehen. 3 Füchse, glaube ich, waren es in Summe, ja? Ja. Die sich da versammelt haben da oben. Füchse. Mhm. Ja, da fragt man sich ja, wovon die leben im Winter, ja? Weil die Wildtiere sind wahrscheinlich auch nicht so riesig, sind oder gute, doch? Gute Mäusejäger. Mäusejäger? Ja. Und die Mäuse halten ja, glaube ich, keinen Winterschlaf. Man muss überlegen, also das ist natürlich da schon, dieses Hochplateau, der Parkplatz da oben auf 2000 Meter Höhe. Wo, in welchem Land ist das? Das ist Italien. Ja. Italienische Alpen, aber nicht Südtirol, sondern Richtung französische Grenze, Schweizer Grenze rüber, da ist das eher. Was ist denn dann in der Nähe, Mensch? Da ist der Tunnel nach Frankreich. Ach, unmittelbar an der französischen Grenze. Wo denn ungefähr? Chamonix. An der Schweiz? Oder? Nee? Nee, ja doch, Schweiz und Frankreich, in diesem Dreiländereck. Schweiz, Grenoble, Italien. Ja, nein, auch nicht. Ach, Mensch. Das ist Aostatal. Aostatal. Aostatal, ja. Okay. Ja. Das ist in den Alpen noch, oder? Ja. Das ist in den Alpen, ja. Voll in den Alpen. Ja. Und da sind Gran Paradiso, ist ja einer der über 4000er, ja, der Gipfel da oben. Das ist ein Berg. Das ist ein Jetzt Berg. Gran okay. Paradiso ist ein Berg. Ach so, ja. Und da gibt es mehrere 4000er da oben. Da sollten wir dazu sagen, ja. Ja, ich muss ja sagen, ich bin zwar viel unterwegs, aber irgendwie, ich muss doch mal Urlaub machen. Das ist ja, es lohnt sich wirklich und es gibt viele Sachen zu sehen. Wir haben es auch erlebt auf dem Ortler. Auf dem Ortler. Das ist der höchste Berg Italiens. Nein, Südtirols. Südtirols, okay. Was ist noch ein höherer Berg in Italien? Der Paradiso ist ein Italiener und der ist über 4000 Meter. Okay, ist aber Entschuldigung. Nicht der höchste Italiens. Gut. Der Ortler ist der höchste Südtirols mit 3907 hat er. Ja. 3907? Ja, oder 3900. Hast du sonst noch irgendwelche Hobbys, außer auswendig lernen? Naja, das hat man sich halt gemerkt. Wir wissen das deswegen, oder ich weiß, weil wir da mit der Gondel hoch sind. Ja, und sind auch über die Zahl. Da stand die Zahlen und wir hatten das Glück, dass wir da 4 Adler beobachtet haben, ja, und sind über den Gletscher gewandert. Das war ja auch etwa auf 3.500 Meter Höhe. Aha. Da sieht man Dinge, man rechnet mit 4 Adlern, die direkt über einem kreisen. Also es war schon ein erhebendes Erlebnis. Was war denn so das Schönste, das frage ich immer gerne, was ihr so je erlebt habt. Ja, da wird jetzt kommen, wird sagen, ja, es war alles schön. Aber nee, was war denn so absolut herausragend? Ich stand mal in Australien frei. War ich mit dem Wohnmobil unterwegs und war auf einer Landzunge und habe dann Leute interviewt, die frei standen, die also dort lebten, in so einem Silberkaravan. Und da war ich, mein Gott, wie alt war ich da vor 12 Jahren? Da war ich 40. Und dann habe ich auch schon darüber nachgedacht,
ob ich da so alles richtig mache, weil die waren, die waren viel cooler. Unser schönstes Erlebnis, also was mir am besten gefallen hat, ich kann das nur nicht aussprechen, das war dieser Naturpark in Mesolongi oder so heißt das. Das ist in Griechenland. Griechenland. Also auf der anderen Seite von Peloponnes. Ihr wart mit dem Wohnmobil, mit dem Erwin waren wir da. Mit dem Erwin wart in Griechenland. Ja, natürlich. Ja, wir sind über Balkan gedüst und wir sind von zu Hause weg keinen Zentimeter Autobahn gefahren. Der Weg ist das Ziel. Das heißt, wir haben diese 2700 Kilometer oder was das waren, komplett nur über Landstraßen abgewickelt. Ja, krass. 7 Tage bis Griechenland. Aber da siehst du halt auch was. Mhm. Wunderbar. Die ganzen Balkan hoch, runter, also nicht nur Kroatien. Kroatien, wir sind nach, wie heißen denn die ganzen, Serbien, Montenegro, dann waren wir in Kosovo da vorbei und bis eben zur griechischen Grenze runter. Also runter bis auf den Peloponnes, dann guckt man sich natürlich Olympia an und das Orakel von Delphi und was da alles so Touristisches ist. Aber das ist es nicht. Wir haben Ecken gefunden, die waren... Aber wart ihr da alleine mit dem Wohnmobil als Deutsche? Ja. Ja, da war kein anderer Deutscher mehr. Da war nichts mehr, nee. Also wenig. Wir hatten schon, Deutsche noch gesehen, aber... Es ist nicht so wie jetzt vergleichbar mit Italien oder so. Ja. Ist das nicht so, dass das eher so Fernreisemobile sind, die man dann sieht? Also eher so Bimobile und sowas? Überraschenderweise nicht. Da waren sehr viele, auch mit ihren Standard-Teilintegrierten, die man eben so kennt. Weiße Ware, sagt man ja so. Ja, ja. Und waren schon. Aber es waren von der Anzahl her schon weniger. Das muss ich schon sagen. Wenn du mal gerade so lieb bist, da hinten den mal zumachst. Da? Ja, die Verdunklung. Okay. Dann habe ich es ein bisschen einfacher mit meinem Licht. Kommt die Sonne oben rein. Nee, das passt. Das geht nur wegen dem. Okay. Weil die Leute jetzt schon alle schreien und sagen: Ja, mach mal hinten zu. ich filme gerade gegen das Licht. Ich habe aber die Lampe schön aufgedreht. Deswegen geht's. Ja, cooles Leben habt ihr. Das heißt, ich habe so das Gefühl, als ob ihr schon in Rente seid. Ja, weil so, was ihr alles so erzählt und erlebt habt und so, das geht nur mit Camping. Das kannst du im Pauschalurlaub nicht machen. Nee. Ne? Absolut nicht. Jeder von uns kennt das ja. Wir hatten ja auch ein Leben vorm Wohnmobil. Wir kennen Pauschalreisen, also ich zumindest, du auch, glaube ich, in Teilen. Ja, aber das war nicht. Also ich bin kein Hotelbewohner. Das hat mir noch nie gefallen. Ja. Also unsere anderen Urlaube, bevor wir das Wohnmobil hatten, waren eigentlich auch auf dem Campingplatz. Wir haben nämlich mit dem Zelt angefangen. Das war unser erster Urlaub. Wenn du mal gerade so lieb ist, da hinten mal zuziehst, dann. Nee, die Sonne kommt gerade raus und da kann kein Mensch mehr dich erkennen. Besser? Ja, jetzt bist du so schön, Karl. Danke. Also, nee, du warst vorher auch schön. ich hieß auch früher mal schön. Ja? Ja. Nachname? Ja. Okay. Wir haben angefangen mit dem Zelt. Also wir haben uns entschieden, wir fahren zusammen in Urlaub und wir bleiben dann zusammen, wenn das mit dem Urlaub klappt. Das war die Aussage und... ihr bleibt zusammen, wenn es im Urlaub klappt. Ja klar, wenn man sich im Urlaub nur streitet, dann funktioniert es auch im Leben nicht. Ja, bitte noch einmal wiederholen diesen Satz. Bitte, sei so lieb. Wenn es im ersten Urlaub nicht funktioniert mit dem Zusammensein, dann funktioniert es auch im restlichen Leben nicht. Dem muss ich zustimmen. Das war eine Prüfung, die wir aber, glaube ich, beide mit Bravour bestanden haben. Da haben wir aneinander entdeckt, dass wir dieselben Ziele haben. Welche? Ja. Wir sind beide naturverbunden. Wir lieben es beide, draußen zu sein, auch Details zu genießen. Ja. Das sind so Kleinigkeiten. Wollen wir eine Grotte angucken? Da gibt es oft bei anderen Ehepaaren, ich habe keinen Bock auf Grotten, ich gehe lieber an den Strand. Der andere möchte ins Museum. Nein, ich will nicht ins Museum. Diese Streitigkeiten, einfach sich nicht eins zu sein, was wollen wir denn? Ja. Gemeinsam am heutigen Tag oder in dem nächsten halben Jahr miteinander sehen, erreichen, was weiß ich. Das, glaube ich, war es bei uns, weil wir eine unheimlich große Deckungsgleichheit haben, was unsere Ziele ausmacht. So die Lebensziele, die Tagesziele, die Wochenziele, die Monatsziele. Perfect Match, sage ich nur. Der perfekte Partner hast du da gefunden. Wie, ihr habt euch auf der Arbeit kennengelernt, gell? Ja. Und ihr habt nie gedacht, dass ihr mal zusammenkommt? Nein, also hätte ich wirklich nie gedacht. Weil? Wir konnten uns zwar gut leiden, aber als Kollegen, ich hätte mir wirklich nicht vorstellen können, dass wir mal zusammenziehen. Du bist auch keine Einfache, muss man sagen. Nein. Ja. Nee. Nein, gebe ich auch zu. Ja. Ja, ich habe halt meinen eigenen Kopf.
Was hat meine Mutti immer früher zu mir gesagt? Du mit deinem schönsten Sturschädel. Ja. Mhm. Du bist wahrscheinlich Einzelkind, oder? Ich habe zwei Brüder. Zwei Brüder? Ja. Ältere? Jüngere. Jüngere. Du warst die Große. Ich war der große Sohn, den mein Papa immer haben wollte. Der große Sohn. Naja. Da hat er dann doch ein Mädchen bekommen, ja? Ja. Doch, aber er scheint trotzdem zufrieden gewesen zu sein. Also wir sind super miteinander klargekommen. Ja, ist schon vor 10 Jahren gestorben. Okay. War das schlimm für dich? Ja. Ja. Das ist ja auch so ein Meilenstein, wo du auch über vieles nachdenkst. Ist das so? Ja. Das war dann auch so ein ausschlaggebender Punkt, wo man dann gedacht hat, das Leben ist sehr endlich und das kann ganz schnell vorbei sein. Und mein Papa war schwer krank. Und ich sage immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich kann nichts mitnehmen. Mein Mann baut mir keine Pyramide, wo meine ganzen Habseligkeiten reinkommen, die dann sowieso von Grabräubern gestohlen werden. Also, dann geben wir das Geld lieber für ein Wohnmobil aus, in dem wir wohnen und wir genießen den Rest von unseren 50 Jahren, die wir noch haben. Das ist uns eine gute Einstellung, denn Leute werden immer älter. Mein Opa wurde 93, sah uns so aus wie ich. Und dass man das Leben genießt, das kann morgen vorbei sein? Ja. Morgen? Das kann morgen vorbei sein und deswegen genießen wir es so, wie es ist. Mit allen Höhen und Tiefen und man hat auch Rückschläge. So ist es ja nicht, aber die vergisst man schnell. Eigentlich ist es so, wenn man positiv denkt und positiv in die Zukunft schaut. Viele haben Angst, ja, da werden wir überfallen. Wir hören auch von vielen, da sind die Reifen zerstochen worden vom Fahrzeug. Oder eine Freundin von mir, da sind sie im Wohnmobil eingebrochen worden. Wer schläft denn auch auf der Raststätte an der Autobahn? Okay, das ist jetzt dann die Unerfahrenheit gewesen. Ja gut, ihr wart ja auch mal unerfahren. Ja. Wir waren auch mal unerfahren, aber wir waren irgendwie nicht... Ich weiß es nicht. Nein, wir haben uns nicht. Nee, wir haben uns zu den LKWs dazugestellt. Der Kühllaster war zwar sehr laut in der Nacht, aber irgendwo, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hat euch nicht getroffen. So. Uns hat es bisher nicht getroffen. So, und wir werden uns auch nicht treffen lassen. Bei uns gibt es nichts zu holen. Also wir haben keine wertvollen Dinge. Was sollen wir mit wertvollen Dingen? Deine Lumix. Ja, mein Gott. Das Teleobjektiv. Ja, dafür lasse ich mich nicht umbringen. Das ist alles ersetzbar. Also ihr habt jetzt keine teuren Uhren, Schmuck, den ihr mitschleppt auf Camping. Quatsch, sowas braucht man nicht. Das ist alles Zeug. Ja, das ist alles Zeug, was für die Pyramide. Also, sag mal, ihr steht ja jetzt vor einer großen Trennung. Wie geht ihr denn damit um? Von unserem Haus trennen? Nein, hier von unserem Erbin. Ja, das ist schon, es ist schon etwas schwierig, weil wir haben bis jetzt noch nicht das optimale Wohnmobil für uns gefunden, was uns das gibt, was wir jetzt haben. Nochmal, ihr habt jetzt ein Hobby-Wohnmobil. Jetzt muss man sagen, ihr würdet der Firma Hobby unterschreiben, ihr baut tolle Wohnmobile, oder? Die neuen haben wir uns gar nicht angeschaut. Nee, jetzt der hier. Der hier, ja. Doch. Einer der schönsten, den ihr hattet, oder? Ja. Der erste, genau. Nein, aber wir waren mit dem bis jetzt immer zufrieden. Der hat uns nie im Stich gelassen. Ja, hier vorne so Rundtour. Was ihr liebt, sind diese unglaublich große Anzahl an Schränken, die man hat. Das Holz kommt gerade wieder. Hast du es gewusst? Mhm. Der ist das helle Holz kommt wieder. Man muss immer nur lange genug warten. Ja, genau. Haben wir gestern gesehen, als wir hier beim Freistaat mal durch die Hallen gegangen sind. Ist tatsächlich so, wie du sagst, ja. Helles Holz ist wieder am Kommen. So, wir machen mal Schluss. Wir bleiben in Kontakt, denn ihr werdet viele Fragen bekommen. Das ist ganz oft, kriege ich Fragen per Mail. Kann ich das weiterleiten? Dann werde ich euch die mal weiterleiten an euch. Wie gesagt, du musst mir nur eine Mail schicken. Da oben kommt im Namen der Gerechtigkeit. Was ist das? Keine Ahnung. Bei uns läuft der Fernseher eigentlich nur, dass da eine Bewegung im Hintergrund ist. Ich mache jetzt mal aus, weil ich habe gar nicht gewusst oder mitgekriegt, dass der jetzt gerade läuft. Ich gucke da gar nicht hin. Der läuft halt einfach. Ich weiß auch nicht. Naja, ist ja nicht schlimm. Ja, ihr seid echt ein tolles Paar, muss ich ja mal sagen. Und, ich finde auch, dass wir ein tolles Paar sind. Ja, absolut. Also wenn ihr euch nicht gefunden hättet, das wäre schade, oder? Absolut. Ich sage ja, also wir beide waren vorher schon mal verheiratet. Wir haben auch Kinder, erwachsene Kinder, beide. Aber wir haben... Und was haben die gesagt, die Kinder? Sind die zufrieden? Absolut. Aber, ja klar, die haben super Kontakt. Als sie es erstmal gesehen haben, haben sie gesagt, oh je, das gibt Ärger. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Gar nicht, ne? Das war auch nicht so.
Das Schönste ist immer Weihnachten, wenn dann die ganze Familie zusammenkommt. Wir müssen uns natürlich für die Zukunft überlegen, bei wem dann die Weihnachtspartys stattfinden, wo dann 14, 15 Leute zusammenkommen, die ganze Familie. Ja, das wird ja wieder besser. Also ich habe da gute Hoffnung. Nach jedem Tal kommt wieder ein Berg oder sowas. Nein, darum geht es ja gar nicht, sondern das hat ja immer bei uns im Haus stattgefunden. Aber also wenn wir das, kein Haus mehr. Wir haben ja dann kein Haus mehr. So, und jetzt das Haus verkaufen. Habt ihr ein Haus oder eine Wohnung? Wir haben ein Haus. Ein Haus, so. Und das Haus muss ja dann verkauft werden. Ja. Habt ihr das Glück, ihr wohnt in der Nähe von Stuttgart, nehme ich an. Da werden ja astronomische Summen mittlerweile bezahlt für Häuser. Naja, wir wohnen noch etwas außerhalb von Stuttgart, ein bisschen ländlicher, aber Speckgürtel ist auch teuer, habe ich gehört. Ja. Also, na gut, das ist aber ein sehr weitläufiger Speckgürtel. Mit 70 Kilometer bis nach Stuttgart ist schon. Okay, das heißt, ihr wohnt in München. nee, nach München ist etwas weiter von Stuttgart. Heilbronn ist in der Nähe, ja, 30 Kilometer. Das heißt, ihr fahrt immer zur Arbeit dann? Ja. Ja, also ich bin die letzten Jahre sehr viel im Homeoffice. Mhm. Unabhängig von Corona, ob jobbedingt, konnte ich schon die letzten Jahre intensiv von zu Hause arbeiten. Kannte damals das Thema Videomeetings natürlich schon bestens. Hat noch keiner drüber geredet. Das war für mich Standard. Ja. Mhm. Aber wir können es uns Gott sei Dank einigermaßen aufteilen, wie wir arbeiten. Mhm. Wann wir ins Büro gehen. Du hast eine selbstständige Arbeit, wo du dir einteilen kannst, ich genauso. Also insofern sind wir, was den Arbeitgeber anbelangt, glücklich gesegnet. Ihr müsst unbedingt so einen YouTube-Blog machen. Das ist, das wird die Leute interessiert, das, wo ihr seid, weil ihr seid so ein geiles Paar. Ihr müsst wirklich täglich berichten, wo ihr seid. Okay. Wenn ihr unterwegs seid dann. Und ihr müsst mir eins versprechen, wenn das sich anbahnt, ja, dass ihr das Haus verkauft und so weiter, dann ruft ihr mich. Dann will ich euch begleiten mit der Story, denn ich glaube, ich habe ja da mit dem Andreas und der Karin, da habe ich ja auch gefragt, wie war so der erste Tag, und da haben die gesagt, absolut erleichternd. Es war so, das ist so, als würde man umziehen so ein bisschen, oder? Das hoffen wir ja auch. Ja, wir haben in unserem Haus noch so viel zu entsorgen, was wir alles gesammelt haben. Von meinem allerersten Umzug 2002. Hast du Kisten, die noch nicht ausgepackt sind? Ja. Das hat jeder. Mein Mann auch. Oh ja. Wir haben noch uralt Sachen, wo ich nicht mal mehr weiß, was in dem Karton drin ist. Das ist so. Also es gibt eine alte Regel, wie war die nochmal? Alles, was man nach einem Urlaub nicht im Wohnmobil braucht, macht man einen Punkt drauf und nimmt es raus. Das hat bei mir dazu geführt, dass das Wohnmobil nur noch 10% von den Sachen hat, die es vorher drin waren. Ja, hätte ich auch gerne. Wir haben noch so viel Schrott, ehrlich. Oh, das ist mein größter Horror, die nächsten 2 Jahre. Dieses Haus überhaupt leer zu kriegen, die Schränke leer zu kriegen. Das geht. Du brauchst nur diese roten Container, was auch die kennst. Die kostet einer, glaube ich, 500 Euro oder was. Ich habe mich schon mal informiert, wenn ich mehrere davon hinstelle, dann gut, dann gehe ich mal 1.000, 2.000 Euro. Haben die Nachbarn, als wir eingezogen sind, unser Haus in Frankreich, hatten die, ich glaube, an die 15 Container. Ehrlich? Ja, da kamen die Kinder, mussten leer räumen, also das war Teil der Bedingungen. Die hatten den ganzen, gut, die waren alt, die konnten nicht mehr richtig pflegen, das Gartenhaus war vollgestellt, es war wirklich viel da. Und ich muss zugeben, so langsam füllt sich auch wieder das Gartenhaus, ja. Man hat ja dann, und man muss sich mal so einen Container, man muss echt mal ausmisten. Und das befreit, oder? Das befreit unwahrscheinlich. Also ich habe jetzt schon angefangen, Kleiderschrank auszumisten, weil ich weiß nicht, wozu ein Mensch so viel Klamotten braucht. Weil wir, umso öfter wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind, umso mehr merken wir, wir brauchen das alles nicht. Und wenn ein T-Shirt kaputt ist, dann schmeiße ich es weg und dann kaufe ich mir ein neues T-Shirt. Und du hast ja auch den ganzen Platz. Das heißt, wenn irgendwas reingeht, muss irgendwas raus. Ja, anders ist es. Ja, das ist so. Weil unser Kleiderschrank hier, der ist nicht so sehr groß. Da passen vielleicht 10 Jacken insgesamt rein. Ja. Und das ist dann schon viel. Du, ich habe 3 Jacken, die wasche ich. Und ab und zu geht da mal ein Loch rein, dann wird es nochmal geflickt. Ja. Ja. Und es gibt so Multifunktionsjacken. Im Sommer brauchst du vielleicht nur eine dünne Jacke. Das ist, wir brauchen eher Tarnklamotten, wenn wir uns auf die Lauer legen zum Fotografieren. Das heißt, so richtig bundeswehrmäßig oder sowas, danach suchen wir gerade, weil wir winterfeste Klamotten brauchen. Und da werden wir uns, denke ich, mal ganz gut eindecken und den Rest, der kommt einfach weg. So, ich bin mal sehr gespannt. Also, dann erstmal vielen Dank euch beiden. Ich lasse euch jetzt mal in Ruhe. Zeig nochmal auf das 100, 400. Dein Kaffee hast du gar nicht getrunken. Den trinke ich jetzt gleich. Ich habe gar kein Problem mit kaltem Kaffee. Und der Erwin... Der Name, wo kam der her?
Das war irgendwie in dem Jahr, als wir das Wohnmobil gekauft haben, ein geflügeltes Wort vom Harry. Wenn der sich einen Namen nicht merken konnte, dann war das der Erwin. Das stimmt. Und da haben wir gesagt, wir müssen den Erwin verwenden für unser Wohnmobil. Mhm. Und deswegen heißt er Erwin. Ja. So, Karen und Harry aus Baden-Württemberg. Und Thüringen, ab und zu mal zurück nach Thüringen? Selten. Meine Mama habe ich nach Baden-Württemberg geholt, als mein Papa gestorben war. Und die ist bei uns in der Nähe. Also das heißt, wir bleiben... Du hast aber schöne Erinnerungen an Thüringen. Ja, aber ja. Ich wohne ja schon sehr lange nicht mehr. Ich bin, aber wenn du mal so zurückdenkst, war das gut? Ach doch, ich kann mich jetzt nicht beklagen. Weil die sind nett, die Thüringer, glaube ich. Die sind gastfreundlich. Ne? Ja, doch. Denke ich schon, ja. Also Thüringer Bratwurst, wenn man da unten eine Flasche Bier, dann ist das alles gut. Köstritzer zum Beispiel. Ja, die schwaben sowieso. Die sind so am Anfang so ein bisschen zurückhaltend, oder? Ja, kann man schon so sagen. Sie tauen nicht gleich so von Beginn an auf. Brauchen einen Moment. Aber wenn dann, es ist ja auch so ein versteckter Humor, den die haben. Echt? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Schwaben versuchen oft witzig zu sein, es gelingt ihnen nicht. Und wenn man darüber nachdenkt, was hat er da erzählt? Und nochmal nachdenkt, so, ach, eigentlich war das ein Karlauer, ist gar nicht so blöd, ist eigentlich pfiffig. Mhm. Also es braucht manchmal ein bisschen. Aber das ist einfach so, die Mentalität so, der Schwaben. Ich habe die Schuhe an. Ja. Komm, wir gehen mal ganz kurz raus, machen ein für die Abmoderation ein schönes Bild. Okay. Vor euren Alien-Armen. Die sind schon alt, oder? Die da. Ja. Die Alien-Arme. Ja, diese. Wie nennt man die eigentlich? Vorhang. Fliegenschutzvorhang. Und die Stechmücken, die zeigen sich beeindruckt also von dem Ding. Die zeigen sich gelassen, die passen durch. Okay, also keine Hilfe. Nicht wirklich. Ja, doch, ein paar Insekten hält es schon ab. Okay, verstanden. Ja. So, Karen hat die Jacke mitgenommen. Genau. Ja, genau, mach mal kurz zur Seite. Ja. Dann haben wir das. Ja, dann ist es doch über eine Stunde geworden, siehst du mal. Und, ich gedacht. Ja, aber es ist doch so. Ihr kennt ja mein Format, wenn man ja, so zusammensitzt, ihr trefft euch ja schon mal mit Campern und dann trinkt man mal ein Weinchen, oder? Ja, das machen wir auch manchmal, ja. So, aber dann kann man ja stundenlang reden. Das hier war jetzt nur praktisch die Kurzversion von Karen und Harry, oder? Doch, wir hatten auch schon einen Camper, wo wir dann uns dann abends nochmal getroffen haben und nochmal. Und das war dann. Aber es ist ja freiwillig. Das heißt, was ich immer merke, es ist so ungezwungen. Man muss nicht austauschen, man muss sich nicht mehr wiedersehen. Das ist alles frei. So ist es. Wir hatten auch schon Bekannte, die wir kennengelernt haben, die haben wir dann in Spanien wieder getroffen. Da haben wir gesagt, ach komm, ihr seid auch gerade in Spanien, dann treffen wir uns doch einfach, gehen wir miteinander was essen. Waren 2 Tage gemeinsam unterwegs, dann hat man sich wieder getrennt und sagt, vielleicht sieht man sich nächstes Jahr wieder. Das war aber also, in Südfrankreich. Oder in Südfrankreich, war das nicht Spanien? Das war Egmort. Ist ein Hund für euch eine Option? Wir hören es immer wieder. Also ich liebe Hunde. Mal, ja, ich sehe es nämlich hier. Du hast einen Hund hingeklebt. Nee, der war schon da. Und das, ja, weil da ist irgendwie ein Loch oder was drunter. Echt? Ja. Nein, toll. Aber irgendein Kratzer oder was ist da drunter? Ein Kratzer. Also ich will das Ding doch jetzt für euch verkaufen. Ja, jetzt warte mal. So, naja, da. Der macht nichts aus. Also Nee. Um Gottes Kratzer Willen. Auf der Außenhaut machen eigentlich nichts. Also der ist auch... Olivenhain erfahren. Ja, das sieht man an den Fenstern. Warte, ich zeig's mal gerade. Aber das kann man alles wegpolieren. Da kriegt vieles weg, muss man sagen. Ja, es ist nicht neu. Das ist einfach so. Das Ding hat viel erlebt. Wir sind durch Olivenhaine gefahren. Wir hatten Unfälle, entgegenkommende Sattelschlepper oder auch mal am Straßenrand abgestellt. Ein LKW hat links die Seite ein paar Schramm reingemacht. Unfallflucht, kannst du nichts machen. Das kommt, denke ich, auch in Zukunft wieder vor, wenn man sich natürlich nur auf Stellplätzen oder Campingplätzen aufhält. Passiert einem nichts, dann ist das Womo immer schön. Ja, ist aber, ich habe schon verstanden. Aber das ist nicht uns. No risk, no fun. So ist es, genau. Ja, kein Risiko, kein Spaß. Ja. Und immer nur Autobahn ist sehr langweilig, da sieht man ja nichts. Ja. Also wir wollen ja auch was sehen, weil der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Komm, ich zeige euch mal vor dem Erwin. Unser Erwin, ja. Also es wird mir schwer fallen. So, komm mal ein bisschen näher. Ich brauche mal gerade so ein Fotofinish. Für das Startbild noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Du bist ja Fotograf und so. Jetzt dürft ihr mal so tun, als ob ihr euch lieb habt. Das fällt uns nicht schwer. Nee. Okay, wir zwei. So, und noch einmal kurz in die Kamera. Vielen Dank. Bitte nicht winken. Tschüss. Ciao.